Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Die Sims 3 und unserer Mystik-WG. Ach ja, wir hatten ja in der letzten Zeit den einen oder anderen Rückschlag, insbesondere wenn wir Tessys Tod betrachten. Aber hey, wir lassen uns davon nicht unterkriegen, denn Angriff in der Bärenhöhle. Nee, ist nicht ganz so das Sachbuch, was ich schreiben wollte. Ich dachte so ein bisschen an, Feenflügel richtig pflegen. Ausrufezeichen. Keine Ahnung, machen wir einfach mal. Mal gucken, wie das so wird. Ja, Mila setzt sich hier mal mit an den Tisch und schnappt einen Happen. So, ne? Ich habe Carsten gerade mal runtergeschickt. Da soll man hier unten Fernsehen gucken kommen. Und ja, da ein bisschen Spaß sammeln, weil vom ganzen Bücher schreiben ist ja irgendwie ein bisschen fertig auf der Bereifung, ne, Carsten? Das war alles, ja, genau, Fernsehen gefällt uns. War alles irgendwie nicht ganz so glimpflich. Ja, und unsere gute Nora, die ist hier natürlich wieder im Atelier und malt fleißig Bilder, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch so Tolles vollbringen können. Mila ist jetzt fertig mit Futtern. Und ja, die Mila hat ja ihre Hexennatur aufgegeben und wir wollen jetzt immer noch den Vampir bist. Der Bill ist soweit eigentlich ready dafür. Ich würde da vorschlagen, wir gehen jetzt hier in dieser regnerischen Nacht mal nach hinten in den Hof, ja, und schauen mal, was da jetzt bei rumkommt. Hui. Oh, es ist Gruseltag. Was für ein passender Tag dafür, ey. Richtig gut. So. Mila, zeig dich uns mal. So, Mila ist schon am Start. Bill, sein Regenschirm sieht irgendwie nicht mehr ganz so mega aus. Was haben wir gerade für ein Dingens freigeschalten? Keine Ahnung. Aber wir sind jetzt hier mal romantisch und flirten eine Runde. Starlight, was machst du da? Oh, Starlight fängt einen Vogel. Alles klar. Starlight, du schaffst das. Moment, die beiden. Starlight und der Vogel sind gerade irgendwie spannender. Was geht denn bei den beiden? Ey, haben wir es geschafft? Haben wir ihn gefressen? Starlight hat folgendes Beutetier gefangen. Taube. Du findest es im Inventar von Starlight. Wir haben eine Taube gefangen. Und einen Sittich. Wir müssen uns einen Vogelkäfig anschaffen. Meine lieben Freunde, wir brauchen einen Vogelkäfig. Das finde ich ja schon wieder richtig gut. Wollen wir den vielleicht nach hier hinten stellen? In das Haus? Da ist vielleicht auch ein bisschen mehr Platz. Ich weiß gar nicht, welchen Käfig brauchen wir denn dafür? Ein Vogelbaum oder ein Vogelkäfig? Man weiß es nicht. Weil ich finde oben in der zweiten Etage schon alles so voll mit unserem Papageien. Passt es? Kommt da jemand hin? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Auf jeden Fall werden wir die Farbe ein bisschen anpassen. Ups. Damit es hier nicht ganz so sonderbar ausschaut. So, einmal Holz durchladen. Das Holz können wir tatsächlich hier mal für das Gitter benutzen. Ich hoffe, das sind zwei Farben. Nicht ganz, aber das Teil, sehr gut. Dann haben wir da eine schöne Holzverkleidung. So, und das packen wir hier auch noch mit drauf. Setzen das nochmal ein bisschen dunkler ab. So, dann passt das wunderschön. Und dann gucken wir mal, ob wir da die Tiere reinsetzen können. Das hat schon mal funktioniert. Und ja, unser Sittich passt nicht. Wir haben eine sehr ungewöhnliche Schlange. Wir haben ja oben jetzt schon Greenie eingesetzt ins Terrarium. Deswegen dürfte hier eigentlich kein Platz sein, wenn ich mich recht entsinne. Ja, da Greenie ist drin. Da ist die Tür nach draußen. Ich weiß gerade gar nicht. Ich will die Schlange irgendwie, weil hallo, ungewöhnlich. Das ist total cool. Ich hätte es gerne. Ich habe eine Idee. Wir setzen das mal, die Schlange mit dem Terrarium in den Keller. Da, wo wir dann auch das Zimmer von unserem guten Amor einrichten wollen. Ich überlege gerade, wo. Komm, wir machen hier mal, wo die männliche Statue steht. So, dann brauchen wir hier noch das Terrarium. Schlangenterrarium. Perfekt. So, wir brauchen hier vielleicht auch noch eine Lampe. Nur so eine Idee. Lampe, 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 Lampe. Komm, nehmen wir mal hier die Kerzen. Wir sind mal so frei. Obwohl, ich hätte gerne irgendwie... Das ist eigentlich auch ganz cool. Hängen wir mal hier an. So, und... eigentlich könnten wir jetzt auch schon ein bisschen am Zimmer rumfummeln, wenn wir hier gerade eh schon dabei sind. Ha! Müssen wir noch warten mit Mila. Jetzt sind wir gerade hier unten im Keller. Was machen wir denn am besten für Amor? Eher so ein
so einen dunklen Boden. Ich hätte den gerne in so einem richtigen dunklen, schönen Braun. Ja, ungefähr so das Braun. So. Dann ist das nicht ganz so eintönig. So, dann haben wir hier einen richtig dunklen Boden drin. Ich packe mal hier drüben denselben hin, damit es so ein bisschen einheitlich ist. So, und dann suchen wir hier mal eine schöne Wandfarbe aus. Vom Prinzip her mag ich das schon mal ganz gerne, aber ich würde gerne mal bei den Tapeten gucken. Da ist die auch immer wieder schön. Die mag ich, was das angeht, ja auch sehr gerne. Mal gucken, was wir da Schönes zaubern können. Irgend so ein cooles Muster hätte ich ganz gerne tatsächlich hier so in dem Bereich. Das hätte ich da jetzt eigentlich ganz cool gefunden. Könnte man eigentlich machen, oder? Hm. Nehmen wir einfach mal so. Sodale. Und hier gehen wir mal zu Verschiedenes. Ich glaube, ich finde das eigentlich ganz okay. Vielleicht noch ein bisschen ins Grau. Wir haben jetzt einen sehr braunen Fußboden, deswegen gefällt mir das irgendwie noch nicht so ganz. Okay, komm, wir setzen es mal ins Braun ab. Dann gefällt mir das insgesamt, glaube ich, besser. Und das Braun hauen wir dann hier auch gleich mal hier mit hin. Sieht aber auch eigentlich ganz cool aus. Ich glaube, ich lasse das tatsächlich genauso, wie es sich eingefärbt hat. Nur das Rot verabschieden wir hier mal noch. Aber so finde ich das eigentlich voll cool. So, okay. Wir lassen jetzt aber erstmal nur hier so den Umriss, ne? Weil Amon ist ja auch immer noch ein Kind. Solange lassen wir ihn mal oben sein Dingel, sein Zimmer. Ich meine, er hat da momentan nur ein Bett drin. Ein richtiges Zimmer ist das ja nicht mal wirklich. So, müssen wir uns gleich mal hier drum kümmern. Amanda hat gerade nichts zu tun. Deswegen kann sie das gerne mal machen. So, und dann können wir hier auch noch das Futter nachfüllen. So, können wir... Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Papagei-Sittich-Dingel? Ich hätte den gerne auch noch hier irgendwie mit bei, so. Hm. Mittlerweile sind das zwar ganz schön viele Tiere, aber ich finde das halt eigentlich ganz cool, dass Starlight die gefangen hat. Ich stelle das jetzt einfach mal hier so rein. Klau mir mal das krasse Rot. Jo. 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 Ja, komm, gönnen wir uns. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir den Sittich da platzieren können oder ob wir nochmal einen Käfig brauchen. Wow, wir brauchen nochmal einen Käfig. Haben wir ihn jetzt da reingesetzt oder haben wir ihn rausgesetzt? Was haben wir mit dem Vogel gemacht? Wir haben irgendwas mit dem Vogel gemacht, aber fragt mich nicht, was. Hä, was haben wir mit dem Vogel gemacht? Hä, da sitzt die Taube drin. Und hier ist kein Vögelchen. Hä? Was haben wir mit dem... Ach, egal. Da liegt nur Laub. Okay, gut. Haken wir ab an der Stelle. Oh, was ist denn da los, ey? So, hat noch irgendjemand irgendwas im Inventar und will sich mal melden? Ah, okay, soweit, so gut. Was machen die beiden denn hier schon wieder? Romantisch, flirten, machen wir hier auch gleich nochmal. Wir sollten auch Bill mal den Regenschirm wegnehmen. Bill, wie kann ich denn da, okay. Einmal weglegen. Vielen Dank. So, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Regenschirm? Ist er das? Ja, sehr gut. So, dann ersetzen wir ihm noch schnell den Regenschirm, wenn wir schon mal dabei sind. So. Ich hole noch gleich einen raus für Amon und so. Aber Amon ist ja noch ein Kind. Ich glaube, der hat doch noch einen Kinderregenschirm, ne? Dann geben wir den jetzt einfach mal schon Luca. Weil ich glaube, Amon kann damit noch nicht so viel anfangen. Aber na gut, wir können es ins Inventar ziehen, von daher halb so wild. So, wir probieren es jetzt hier nochmal mit einem koketten Witz, ne? Wow.
Wir denken mal wieder über traurige Dinge nach. Wir Grübler, wir. So, verliebt umarmen. So, und dann können wir jetzt mal darum bitten. Okay, können wir das so nicht machen? Moment, da um Umwandlung bitten. Oh. Oh. Es ist geschehen. Wir wurden gebissen. Dann, 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 dann. Die Tat ist vollbracht. War doch gar nicht so schlimm, oder? So, wie fühlen wir uns die nächsten 24 Stunden? Okay, wir sind immer noch unter Schutz und seltsame Verletzungen. Ja, ja. So, wir können ja dann mal Richtung Bett wandern. So, ups, ein bisschen zu viel gedreht. Und dann können wir ja hier mal sogar eine Runde entspannen, ne, wenn wir hier schon mal dabei sind. So, und Josh ist wach. Carsten hat da gerade ein Ohr frei. So, kann Carsten mal hier auch mit hochkommen. So, Nora malt noch. Amanda, hast du jetzt alle gefüttert, sag mal? Ich habe da jetzt gar nicht so drauf geachtet. Alle satt hier drüben? Sehr schön. Und unten? Auch alle satt. Perfekt. Dann schauen wir mal noch nach hier oben, weil wir haben ja nicht nur ein Tier, ne? Das ist ja wieder hier typisch wir. Was habe ich getan? Wow, ich habe das Tier geklaut. Greenie, du musst zurück. So. Soweit, so gut. Ich will jetzt nicht unbedingt ins Schlafzimmer rennen, weil, ne? Ihr wisst ja, wer da kommt. Wir können mal unser Bild verkaufen, obwohl ich das an sich auch echt cool finde. So, warum sitzen wir denn jetzt hier plötzlich? Wir wollen doch hier eigentlich mal uns mit Josh beschäftigen und Josh muss mal gefüttert werden. Das scheint mir gerade ein bisschen wichtiger zu sein. So, Mila, warum können wir kein Baby machen? Warum gibt es zu viele Sims? Das verstehe ich schon wieder nicht. Da, los geht's. Mensch, Nora hat auch ihr Bild fertiggestellt. Wow, krasses Bild. Aber wir verkaufen das mal an der Stelle. Und wir müssen es unbedingt noch hinkriegen, Tessie wiederzubeleben. Ne, das ist auch so ein Ding. Glückwunsch! Amanda wurde vom Stadtrat der Stadt Moonlight Falls in Anerkennung ihrer ausgezeichneten Arbeit der Titel Fingermalerin verliehen. Bevor du dich an den Pinsel wagst, solltest du es mit dem ältesten Werkzeug der Welt versuchen, der Hand. Und während du so vor dich hinschmierst, denk immer daran, Übung macht den Meister. Glückwunsch! Amanda wurde vom Stadtrat der Stadt Moonlight Falls in Anerkennung ihrer ausgezeichneten Arbeit der Titel Leinwand-Falsch-Herumhalterin verliehen. Ja. So viel dazu. So, wir sind jetzt Nummer 9 hier und wir sind Nummer 3. Aber das ist ja alles schon mal gar nicht so verkehrt. Wir wollen einfach nur, dass unser Kind eine gute Zeit hat und wir wollen hier unser Dinge an sich noch verbessern. So, wir hatten hier gerade so ein bisschen Freude. Wir wollen auch noch unbedingt ins Center. Ganz ehrlich, ihr beiden, schlaft doch einfach ein bisschen. Alles wird gut. So, Josh, wie geht's dir? Josh geht es soweit eigentlich voll gut. Können wir Josh noch irgendwas beibringen? Sprechen wollten wir ihn noch beibringen. Genau, stimmt. Dann sollten wir das auf jeden Fall tun. Hey, Josh, wir wollen dir das Sprechen beibringen. So, Amanda hat auch ihr Bild verkauft. Jetzt steht sie hier nur noch so rum. Ach, antworte doch einfach mal hier. Das ist vielleicht das Beste. So, auf Toilette gehen und dann können wir eventuell ja hier nochmal einen Happen schnappen. Und danach schnappen wir uns mal Lilly und werden Lilly eine Runde bürsten. So, wie sieht es mit dem Sprechen beibringen aus? Das sollte sich ja gleich hier erfüllt haben. Juhu, wie niedlich, Joshua hat gerade das Sprechen gelernt. Yay! Sehr gut. So, jetzt wollen wir tatsächlich auch mit Joshua plaudern. Ah, voll gut. So, eine Runde kitzeln, eine Runde kuscheln. Wir geben hier nochmal alles. Unsere Beziehung zu Josh ist ja auch sowieso total super. Sehr gut. So, geht es Joshua soweit gut? Perfekt. Ich würde sagen, wir könnten Joshua hier auch nochmal eine Runde baden oder so. Dann ist das auch supi. So, Bill, was ist los? Alles gut? Wir wollen auch eine Runde schwimmen gehen. War hier nicht mal irgendwann ein Fluss in der Nähe? Mir ist irgendwie so, als gab es hier mal einen Fluss. können wir hier drin schwimmen? Nur so eine Frage. Ja, komm, hier, Bill. Los geht's. Wir genießen den Tag.
Vampir-Lifestyle und so. Ja gut, wir schicken Bill erstmal eine Runde schwimmen. Carsten hat fertig gebadet. Okay, dann müssen wir aber zu Carsten zurück. Weil sonst stehen die beiden da jetzt die ganze Zeit nur irgendwie rum. So, dann gehen wir hier mal auf Toilette. Josh kann dasselbe auch nochmal tun. Und dann können wir hier auch mal eine Runde spielen. So, Dalle. Und dann können wir uns hier auch nochmal was zu futtern besorgen. Schon, Luca, was ist los? Ja, gut, nicht so wirklich, außer dass wir definitiv Spaß brauchen. Dann gehen wir glatt mal. So, Amanda, du kannst dich eigentlich mal dazugesellen. Da steht Spaß momentan auch nicht an höchster Stelle. So, und wir schalten dann einfach mal auf Actionwelt um. So, Bill, bist du schon am Schwimmen? Bill betritt gerade das kalte Wasser im Regen. Alter, Bill, das ist so typisch, ne? Bill macht das schon. Alter, ist das ein Hai? Was geht mit dem Fisch da? Bill, vielleicht sollten wir mal angeln gehen. Nur so die Idee. Ja gut, aber wir schwimmen erstmal eine Runde. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, ne? Dass wir uns dann hier auch hoffentlich beim nächsten Mal wiedersehen. Und ja, dann macht's gut, macht's besser und bis dann. Ciao.